Begleitet von Trommeln und Flöten zogen am Sonntag 68 Wagen und Fußgruppen beim Umzug zum Heimatfest durch Hessisch-Lichtenau. Stadtteile, Vereine, Verbände und Firmen hatten sich einiges einfallen lassen. Die Walburger nahmen die Zerstörung der Tuffsteinquelle aufs Korn. Reichenbach kam mittelalterlich mit Ordensrittern daher. Hirschhagen machte den Konflikt zwischen Industrie und Wohnen deutlich. Unpolitisch, aber unterhaltsam präsentierte sich der Kinderchor Liedertafel Grundschule. Wer lieber große Tiere sehen wollte, bekam auch diese zu Gesicht. Fast schon Festzugprofis sind die Garden des Karnevalclub Fürstenhagen. Und wer vom Feiern nicht genug bekommen konnte, der bekam Hinweise darauf, wo es im nächsten Jahr rund gehen wird.